Hallo und herzlich willkommen zu United Local. Ich befinde mich heute im Süden Deutschlands, ganz genau in Augsburg. Und heute habe ich die Band Lamar als meine beiden Interviewgäste. Jungs, wie geht's euch? Gut, und dir? Auch ganz gut. Ich komme gleich zu meiner ersten Frage, bevor ihr mich noch mit Fragen bombardiert. Lamar, Max, zwei unterschiedliche Namen. Wie kamt ihr musikalisch zusammen? Also ich habe einen Freund gehabt, der hat Hip-Hop-Musik gemacht, hat bei Max produziert und hat mich gefragt, ob ich meinen Refrain einsingen will auf dem Hip-Hop-Track. Ich habe natürlich gesagt, let's go. Dadurch habe ich Max kennengelernt und die Chemie hat sofort gestimmt und dann haben wir gesagt, wir starten jetzt noch ein eigenes Projekt namens Lamar. Deutsch, Pop, R&B, Soul, Rock, alles in einem. Perfekt. Also das hört sich an, als wäre eure Musik in ziemlich vielen Sparten vertreten. Wenn ihr eure Musik in 5 Worten beschreiben würdet, Max, wie würden die aussehen? Ja, unsere Musik lässt sich einfach beschreiben. Also der Grundstock ist R&B, Pop. Aber wir haben auch Einflüsse von Rock, Ambiente, Soul, bis Elektronik. Einfach weltoffen für alles. Wenn auch schon wieder so breit die Musik gefächert ist, müsst ihr auf jeden Fall sehr, sehr starke musikalische Vorbilder haben, die euch geprägt und euch zu dem gemacht haben, zu dem ihr geworden seid. Lamar, welche sind das bei dir? Marvin Gaye, Michael Jackson, Bob Marley, Xavier Naidoo und Barış Manço. Jetzt ist ja auch euer neuer Song draußen, Lamar, Wüste. Was hast du dir bei diesem Song gedacht? Der Song ist dadurch entstanden, dass ein Freund von mir in einer festen Beziehung war und seine Frau von einem Tag auf den anderen die Beziehung beendet hat. Einfach so? Einfach so, also von seiner Seite her kam so, dass es nur einfach so war. Und er konnte es einfach nicht fassen und hat sich immer gefragt, wo ihre Liebe bloß hin ist. Und das hat mich halt inspiriert. Der Song fängt ja auch so an, wo ist deine Liebe hin? Wenn dein Bandkollege, dein Freund mit so einer Idee kommt, an welchen Anhaltspunkten orientierst du dich, um den Beat zu treffen, der seine Stimme unterstützt? Ja, ich höre mir als erstes mal seine Stimme an und die Melodie, was er singt. Okay. Und einfach die Message, was er mit dem Beat überbringt. Und danach bauen wir dann den Song auf. Also wir werden kaum auf ein fröhliches Lied, irgendeinen traurigen Beat dann. Logischerweise, meine Damen und Herren. Schon passend, ne? Kann man sagen, dass Lamar jedes Mal beim Beatbauen dabei ist und du eigentlich auch bei den Texten? Ja, also Texte schreibt er eigentlich schon relativ allein, kann man sagen, aber wir gehen es dann nochmal zusammen durch, ändern vielleicht noch kleine Passagen, genauso schaut es dann bei den Beats auch aus. Das Grundgerüst mache immer ich, aber die ganzen Einflüsse machen wir dann zusammen. Also wie gesagt, keine Einmannband. Die beiden Jungs, die mit dem Song Lamar Wüste schon einige Klicks auf YouTube erzielt haben, werden wahrscheinlich auch weiterhin ihre Musik treu bleiben. Ich habe eine ganz, ganz wichtige Frage noch an die Jungs, die mich persönlich irgendwie interessiert. Warum habt ihr meine Brille als Sonnenbrille? Wir stehen auf Brillen. Du auch? War das eher so ein Gruppenzwang-Ding? Nö, wir lieben Mode, wir stehen auf Brillen. Super. Ich verabschiede mich mit den netten Worten Be Apart auf Lamar. Diese beiden Jungs sind für mich ziemlich interessant. Ich werde diese beiden Jungs weiterhin verfolgen, schauen, was sie so machen. Und den Song höre ich mir auf der Autofahrt nach Berlin sowieso an. Also, Be Apart auf Something, United Local.